Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist wieder zurück hier in Crusader Kings 3 im Jahr 867 mit der Dynastie der Arpaden, hier mit den Magyaren unterwegs. Und beim letzten Mal habe ich euch ja den ganzen historischen Kontext, wie es überhaupt zum Entstehen dieses Siedlungsgebiets gekommen ist, bei den Magyaren erklärt und auch schon mal einen Vorausblick, wie wir grob weitermachen werden, dass wir versuchen werden, hier diese pannonische, fruchtbare Tiefebene hinter den Karpaten zu besiedeln. Das ist also schon ein bisschen zielorientiert. Normalerweise könnte man ja auch sagen, man macht das Rollenspiel ganz ohne Zielbasierung. In dem Fall finde ich es aber wirklich auch rollenspielerisch ganz schön gelöst, weil die Situation historisch einfach super gut auch zu dieser Landnahme in Pannonien später passen wird. So hoffe ich doch zumindest, dass wir da eine ähnliche Situation haben werden, die es dann auch rechtfertigt, weiter in den Westen hier zu ziehen. Gut, heute werden wir uns ein bisschen näher beschäftigen mit den Charakteren und mit den ersten Aktionen hier im Spiel. Bevor wir das machen, noch ein kurzer Verweis. Ich habe also die wichtigsten Grundsätze dieses Let's Plays, also was ist das eigentlich für eine Rollenspielanlage, habe ich so ein paar bestimmte Hausregeln. Im Wesentlichen das, was ihr vielleicht vom guten Steinballen auch kennt. Der hat da schon ein paar coole und, wie ich finde, sehr passende Hausregeln für sein Let's Play auch etabliert. Und das werde ich bei mir hier ganz ähnlich machen und werde das in einer Datei euch zur Verfügung stellen. Das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und genauso habe ich auch schon mal eine Mod-Zusammenstellung gemacht. Ich nutze hier ein paar im Wesentlichen Quality-of-Life-Features bzw. Mods, die ich hier schon habe. Zum Beispiel hier, dass man bei angepinnten Charakteren mehr Informationen bekommt, dass das Benachrichtigungssystem ein bisschen mehr ausdifferenziert wird hier oben mit den Symbolen, weil es dann ein bisschen nützlicher alles wird. Dass zum Beispiel hier die Porträtumrahmungen hier nach dem Status des Charakters, also ist das ein Häuptling oder Herzog, ist das ein König, ein Kaiser oder ist das ein einfacher Graf oder niemand, dass man das auf den ersten Blick ablesen kann, solche Sachen, die einfach die Lesbarkeit des Spiels vereinfachen und ähnliche Dinge mehr. Dazu habe ich auf Steam eine kleine Mod-Sammlung auch angelegt. Und die könnt ihr entsprechend auch in der Beschreibung finden, den Link dazu zumindest. Okay, ja, dann muss ich doch nochmal ganz kurz auf den historischen Kontext nochmal ganz kurz eingehen. Und zwar habe ich beim letzten Mal schon davon gesprochen, dass einer der oströmischen Kaiser von Byzanz, nämlich Konstantin der Siebte war das, im 10. Jahrhundert da einen Bericht abgegeben hat über diese Ereignisse im 9. Jahrhundert rund um die Magyaren. Und das ist so die maßgeblichste Primärquelle, die wir aus der Zeit danach haben, also aus dem 10. Jahrhundert, ein Jahrhundert später ungefähr, zu diesen Vorgängen. Ob man da im Einzelnen alles glauben kann, ist natürlich die zweite Frage, aber wir gehen zumindest jetzt erstmal grob nach dem, was uns dort berichtet wird. Und da steht drin, dass der Sohn hier von Almosch, der Apat, den ich gleich auch noch kurz vorstelle, eigentlich als eine Art militärischer Anführer operiert haben soll, während Almosch, der Vater, sowas wie die Gesamtgewalt in dieser Stammeskonföderation, wie man sie vielleicht auch nennen könnte, inne hatte. Deswegen heißt das Ganze ja auch hier magyerische oder modgerische Eidgenossenschaft, also wie so eine Stammeskonföderation mit 7 von diesen magyarischen Stämmen und dann zusätzlich natürlich noch mit den Kabaren, die ich da angesprochen hatte. Das ist also ein bisschen, man könnte das ein Doppelfürstentum nennen, wenn man so weit gehen möchte. Das könnte auch gut sein, weil die Khazaren etwas Ähnliches bereits kannten. Also möglicherweise haben das die Magyaren, die sich ja zeitweilig untergeordnet hatten in der Zeit davor unter den Khazaren, dass die möglicherweise diese Art von Doppelfürstentum auch bei sich übernommen haben. Ist aber ein klein wenig spekulativ, weil wir außer dieser Quelle das Ganze natürlich nicht wirklich nachvollziehen können. Aber so ähnlich möchte ich das hier im Rollenspiel eigentlich auch versuchen umzusetzen. So, das bedeutet für uns, dass wir nachher in den Ämtern ein wenig umbauen müssen, aber da komme ich später dann nochmal genauer drauf zu sprechen, was wir da umbauen, damit wir diese Art von Doppelfürstentum bei uns auch quasi repräsentieren können. Erstmal gucken wir uns unseren Hauptcharakter an, den Großfürst Almosch. Der ist zunächst einmal ehrgeizig. Was bedeutet das? Ich versuche auch immer die Eigenschaften ein wenig auf die Situation, auf den Gesamtkontext hier zu beziehen. Für mich bedeutet das im Fall von Almosch, dass er vor allen Dingen diesen nomadischen Lebensstil
richtig eiferisch verfolgt. Das heißt also, er will kriegerisch auf Plünderreisen, Plünderfahrten gehen. Vielleicht nicht unbedingt persönlich, vielleicht aber schon auch. Und er will auf jeden Fall damit viel Gold und viel Prestige anhäufen. Das ist im Spiel auch ganz schön, denn wenn man diesen Weg geht, wir werden sehen, viele dieser Entscheidungen, die wir hier treffen können, die sich auch gut ins Rollenspiel integrieren lassen, die haben eben viel mit Prestige und mit monatlichen Einnahmen zu tun. Also das werdet ihr noch feststellen, das spielt sich einfach richtig gut von der Hand weg für so eine Stammesgenossenschaft und für diesen ehrgeizigen Charakter. Deswegen würde ich das auch so interpretieren. Er ist ehrgeizig, natürlich auch schon in einem Plan, hier diese Tiefebene irgendwann zu besetzen für den eigenen Stammesverband. Ich glaube, diesen Plan, das müssen wir jetzt einfach mal festsetzen, den hat er sich zusammen mit seinem Sohn bereits jetzt gefasst, auch wenn das vielleicht ein bisschen früh ist, 867, historisch 895, geschieht das dann erst. Aber ich glaube, die Idee, die Kontakte hierhin, dass man gesehen hat, hier sind fruchtbare Waldtäler etc. pp. Wir können ja nochmal hier aufs Gelände gehen. Ich glaube, diese Idee, nee, das ist Entwicklung, war wieder falsch, Gelände. Diese Idee, dass hier etwas Fruchtbares hinter den Karpaten liegt, was man sehr gerne irgendwie für sich beanspruchen möchte und dass man hier wegkommt von diesen doch sehr kriegerisch orientierten Petschenegen und Kasaren etc. pp. Ich glaube, diese Idee, die hat sich bereits festgesetzt und er ist ein ehrgeiziger Charakter. Ich glaube, so ein Ziel hat er sich bereits auch jetzt gesetzt. Das würde ich schon mal so sagen. Dann hat er als zweite wichtige Eigenschaft gesellig. Das ist übrigens eine Tugendeigenschaft für unseren Glauben. Das ist also sehr schön und bedeutet für mich vor allen Dingen, dass er also alle 5 Jahre regelmäßig ein Festmahl für seinen gesamten, ja, für seinen Stammesverband, für die Vasallen, für die anderen Stammesmitglieder und auch den eigenen Hof veranstalten möchte, weil er umgibt sich sehr gerne mit anderen Menschen. Und was ich auch noch daraus ableite, ist, dass er auch versuchen wird, Herrscher benachbarter Reiche persönlich zu beeinflussen, weil er sich auch gerne mit anderen Menschen eben umgibt und auch vielleicht mit Menschen aus anderen Staatsverbänden, Stammesverbänden. Also ich glaube, das ist genau sein Ding. Das werden wir nachher nämlich auch dann noch umsetzen. So, dann ist er ein gerechter Herrscher, hat einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das wird natürlich darauf hinauslaufen, dass er versucht, seine Vasallen möglichst gerecht einzubinden und auch seine Söhne, beziehungsweise hier im Spiel ist das halt so gelöst, er hat einen Sohn, das ist der Apat, historisch gab es, glaube ich, mehrere, man weiß es nicht so genau, aber wir kennen halt nur den Apat. Also von daher hat er hier nur einen Sohn, aber er wird auf jeden Fall auch ihn versuchen, im Rat einzubinden. Der ist auch schon im Rat, aber an einer Position, wo ich ihn eigentlich nicht sehe. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Also darum wird er sich Gedanken machen, um die Einbindung von Vasallen und den anderen, ja, Häuptern der anderen Stämme. Es sind ja 7 magyarische Stämme und dieser kabarische Stamm, wenn der auch hier nicht wirklich gut repräsentiert wird. Vielleicht ist das hier durch unsere Frau, die hier auch eine Petschenegin ist, mit tengrischem Glauben, vielleicht ist sie so ein bisschen die Repräsentation dieses neuen Stammes. Keine Ahnung, vielleicht ist das von den Entwicklern so gedacht, aber so müssen wir uns das ja vorstellen. Ja, was bedeutet gerecht noch? Bei bestimmten Entscheidungen wird das natürlich dann auch eine Rolle spielen. Also insgesamt kann man sagen, bei gerecht wird das hier auch noch bei Entscheidungen entsprechende Rolle spielen. Genau, das sagte ich bereits. Okay, ja, dann ist er noch ruhig. Almos sieht die Dinge gelassen und führt ein geruhsames Leben. Auch das wird kontextabhängig sein. Er ist also das Gegenteil von zornig. Das heißt für mich, dass ihm ein Konzept wie Wut und Zorn eben, dass er leicht und schnell wütend wird, dass ihm das fremd ist, besonders fremd ist, weil er eben ruhig ist, dass er also eher immer besonnen reagiert. Mal gucken, wo sich das dann zeigen wird. Ja, und dann gibt es noch ein paar Eigenschaften, die stehen meiner Meinung nach auch sehr eng beieinander. Er ist ein brillanter Stratege als Ausbildungseigenschaft, er ist leichtsinnig. Wenn es einen Vorteil auszunutzen gibt, wird Almosch dies auf jeden Fall umgehend versuchen. Das Schlachtfeld ist die Domäne von Almosch und in Fragen der Kriegsführung gibt es nichts, was er nicht weiß. Und er hat auch schon die Lebenswandelseigenschaft. Ich glaube, die wird jedes Mal, wenn ich ein Spiel starte, zufällig sogar ausgelost, welchen Baum er sozusagen hier bereits genommen hat, weil er ein älterer Charakter ist.
mit 47 und er ist hier auf den Strategebereich gegangen. Das passt aber wie die Faust aufs Auge. Er liebt es, noch mehr über die Kunst des Krieges zu erfahren und versteht es, jede Lage zum eigenen Vorteil zu nutzen. Das heißt für mich so viel wie, er ist ein sehr kluger, kriegerischer Opportunist. Ne? Also er wird versuchen, möglichst auch den idealen Zeitpunkt für diesen Landnahmeplan, das ist ja hier eine Entscheidung, dass er da einen möglichst klugen Zeitpunkt findet, wo insbesondere Bulgarien gerade stark geschwächt wurde oder gerade stark geschwächt wird, um dann denen quasi noch zusätzlich in den Rücken zu fallen. Andererseits ist es aber auch so historisch, eigentlich müssten wir dann auch irgendeinen Druck hier aus dem Osten haben, der uns frisch irgendwie hier die Kasaren, die uns besiegen oder so, sodass wir auch dann wirklich einen Grund haben, überhaupt diese Durchquerung der Karpaten. Ja, hier steht, dass wir das vorbereiten sollen. Ich denke aber, die Notwendigkeit der Lage muss erstmal dafür gegeben sein, für diese Entscheidung. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Machen wir erstmal mit den Charakteren weiter. Ja, genau. Eine wichtige Sache, er kann ja weibliche Konkubinen nehmen, bis zu 3 Stück. Und wir sollten mindestens 2 Konkubinen anpeilen, mittelfristig. Wir können gleich jetzt direkt erstmal eine Konkubine schon anwerben, an den Hof holen und direkt zur Konkubine machen. Das ist übrigens ein Charakter, das werdet ihr noch sehen, die ist tatsächlich auch super dafür geeignet. Vielleicht gehen wir da in Richtung Seelenverwandtschaft, da gibt es ja dieses Komplott-Liebesdinge. Was man hier machen kann. Nee, Verführung meine ich nicht. Das macht bei der Ehefrau auch keinen Sinn. Männer ziehen sie nicht an. Sie ist auch... Ach ja, genau. Unsere Frau können wir uns auch gleich nochmal angucken. Die ist übrigens homosexuell. Aber das nur so nebenher. Ja, da werden wir also drauf hingehen, dass wir auf jeden Fall erstmal eine Konkubine nehmen und dann eine zweite möglichst schnell hinten dran. Warum? Wegen dem Prestige. Denn wir bekommen weniger Prestige, wenn wir unter einer Konkubinenschwelle sind. Und diese Konkubinenschwelle, die ist tatsächlich mit jeder Konkubine um 0,1 quasi abgeschwächt. Das heißt also, wenn wir 2 Konkubinen haben, bekommen wir keinen Abzug mehr. Ich glaube, wenn wir 3 bekommen, bekommen wir auch keinen Zusatzbonus. Also 2 ist eigentlich so der Mittelwert, den man hier laut Spiel erreichen soll. Und ich denke, das macht auch rollenspielerisch Sinn, denn so ein Nomadenstamm, da ist das völlig üblich, dass man mehrere Konkubinen als Herrscher hat. Also da ist die Zahl 2 oder 3 sicherlich nicht irgendwie unrealistisch, sondern passt eigentlich sehr, sehr gut. Okay, ja, dann gucken wir uns die Ehefrau nochmal genauer an. Das ist Mutlu, die Großfürstin. Auch sie ist ebenfalls wie wir ein ruhiger Charakter und auch ebenfalls ehrgeizig, gleichzeitig aber auch arrogant. Als Ausbildung zügelloser Verschwender, ja, okay. Ich behaupte mal, sie ist eigentlich gut in der Lage, uns in Diplomatiefragen zu unterstützen. Und zwar haben wir hier im Rat nämlich die Möglichkeit, dass wir hier was einstellen können, worin sie besonders gut ist. Entweder sie hilft allgemein, das ist ihr Herrscherhelfen, aber ich denke, höfische Politik ist das, wo sie uns am stärksten helfen kann, unseren Diplomatiewert nach oben zu schrauben. Denn dann konzentriert sie sich auf unseren Hof und die, die uns am nächsten stehen, unseren Sohn, unseren Taltosch, das ist hier sozusagen unser Reichspriester sozusagen, die ganzen Ratsmitglieder etc. Darum kümmert sie sich, dass die Vasallen zufrieden sind etc. pp. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Aufteilung, weil das ist etwas, so gesellig natürlich Almosch auch ist, wo wir uns gerne auch von unserer Frau unterstützen lassen, denn da ist sie ziemlich gut drin. Sie ist sehr selbstsicher, sie ist arrogant, sie ist aber auch ruhig und ehrgeizig, also legt auch einen guten Ehrgeiz an den Tag. Also das werden wir schon mal einstellen. Sie wird sich hier um die höfische Politik, darauf wird sie sich konzentrieren. So, dann bekommen wir hier allerdings einen Domänenabzug. Das ist eben der Nachteil daran. Das müssen wir jetzt einfach in Kauf nehmen. Das werden wir auch nicht weiter verteilen. Dann haben wir eben leicht verringerte Einnahmen. So ist das eben. Genau, Steuern und Aufgebote werden dadurch leicht reduziert. Ich weiß gar nicht, kann man das hier wieder andersrum einstellen? Das kann man, glaube ich, immer frei ändern, ne? Ha, 1180 und ich bekomme mehr, wenn sie das macht. Okay, eigentlich soll ich jetzt weniger Aufgebote bekommen, aber ich bekomme eine Person mehr. Das ist, okay, das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Das Spiel hat da halt irgendwie so eine Berechnung dahinter. Okay, das ist auf jeden Fall das, was unsere Frau hier machen kann. Ansonsten tritt sie ja, wie ich finde, leider spielmechanisch sehr gering nur in Erscheinung. Gut, sie gebiert unseren Nachfolger.
Aber ansonsten spielt sie hier auch eventtechnisch leider immer eine untergeordnete Rolle. Fände ich cool, wenn man da noch sich ein bisschen stärker darauf fokussieren könnte. Vielleicht im zukünftigen DLC, wer weiß. Okay, nächster wichtiger Charakter. Natürlich unser Sohn, der Apat, der eigentlich historisch für diese Landnahme hier verantwortlich sein soll, soweit wir wissen. Auch ein sehr interessanter Charakter, passt auch ganz gut hier. Er ist ehrgeizig, so wie wir. Er ist gerecht, so wie wir. Zusätzlich ist er auch noch fleißig. Also sehr, sehr arbeitsunscheu, könnte man sagen. Und ähnlich wie wir ist er auch ein brillanter Stratege. Dazu noch ein Organisator. Und er ist körperlich stark. Also, ja, weil er leider keinen so hohen Grundwert hat, ist er trotzdem nur ein durchschnittlicher Champion oder durchschnittlicher Kriegsherr, so würde ich ihn jetzt mal nennen. Aber er versteht auch viel von Kriegsführung. Ja, was heißt das für uns? Also ich interpretiere hier unseren Sohn auf jeden Fall als talentierten Krieger, der versucht in allen Belangen seinen Vater und großen Anführer der Magyaren zu beeindrucken, um auch der nächste große Anführer irgendwann werden zu können. Er ist es ja irgendwie schon in dieser Art von Doppelfürstentum, denn da werden wir ihn ja gleich umstellen im Rat, das werden wir dann noch machen. Aber er versucht auf jeden Fall, seinem Vater und seinem Stamm hier kriegerisch gerecht zu werden. Das passt zu Ehrgeiz und Fleiß auf jeden Fall ganz gut. Und der wird auf jeden Fall als nächster Anführer auch ein sehr talentierter hier für diese halbnomadische Gesellschaft werden. Okay, das war es erstmal zu unserem Sohn. Dann haben wir noch verschiedene Enkel. Und zwar als erstes haben wir hier Linütica. Das ist ein Charakter, der bereits eine Eigenschaft hat, eine Kindheitseigenschaft, nämlich er ist herrisch. Und weil er eine Eigenschaft hat, können wir hier schon mal einen Ausbildungsschwerpunkt wählen. Das werde ich tatsächlich jetzt auch so machen, wie der Steinbein das bei sich auch tut. Und zwar mit einem gewichteten Würfelwurf. Also ihr seht ja hier, durch die Eigenschaft herrisch hat er so bevorzugte Ausbildungswege, Kriegsführung oder Verwaltung wäre da ganz gut. Und eine, die irgendwie so gar nicht passen will, das wäre Diplomatie. Da hat er zwar hier schon 3 Punkte Grundwert, aber das ist durch seine herrische Art eigentlich nicht impliziert. Man muss das vielleicht so sehen, das sind wirklich so Anlagen, die er hat. Er kommandiert andere gern herum. Das ist natürlich für einen Diplomaten, diplomatisch orientierten Charakter irgendwie schwierig, auch im späteren Leben. Also er hat einen eigenen Willen. Was ja für Kinder generell eigentlich nichts Schlechtes ist, aber auf jeden Fall wird er eher diese beiden Wege wohl später wählen. Das ist halt ein bisschen spielmechanisch nicht ganz so optimal. Der Steinwein hat das bei sich auch schon besprochen. Im Mittelalter gibt es eigentlich keine klassische Ausbildung im Sinne von, man zieht ein Kind für irgendeinen Beruf heran oder so, sondern also Kinder werden erstmal allgemein gebildet, irgendwann am Hof. Man kennt das von den christlichen Reichen mit dem Rittertum etc. pp. Das gibt es irgendwann schon, aber so eine klassische Ausbildung, gerade bei so einem Stammeshäuptlingstum, das wird sehr traditionell sein. Ausbildung in alten Geschichten, da werden Geschichten erzählt. Der wird vielleicht im Kampf ein bisschen schon früh trainieren etc. pp. Solche Sachen, aber so eine klassische Ausbildung gibt es halt nicht. Deswegen würfeln wir das und zwar wie folgt. Die Würfel, ich habe jetzt also einen 6-seitigen Würfel hier und werde das so machen, dass 1/3 Chance jeweils für Kriegführung und Verwaltung genommen wird und dieses hier fällt völlig raus, das rote, in diesem Fall Diplomatie und diese beiden Geschichten, Bildung und Ränkespiel, haben 1/6 Chance. Das mache ich dann also deswegen, wie gesagt, das hat der Steinwallen schon mal ganz gut erklärt, damit ein bisschen mehr Abwechslung hier in der Ausbildung der Charaktere kommt, weil sonst würde natürlich, klar, der Vater, der ein großer Kriegsherr ist, wird dann sagen, ja, natürlich, der ist herrisch, da nehme ich auf jeden Fall Kriegsführung. Und das sorgt dafür, dass sie immer wieder denselben Charakter kriegen quasi, also Ausbildungscharakter, immer wieder auch dieselben Eventketten später kommen, weil man wählt dann natürlich immer wieder denselben Lebenswandel möglicherweise. Also das finde ich irgendwie auch sehr unglücklich gemacht. Deswegen würfeln wir das jetzt folgendermaßen aus. Ziffern 1 und 2 wären Kriegsführung, 3 und 4 Verwaltung, 5 ist Bildung und 6 ist Ränkespiel. Und jetzt wird gewürfelt und es ist eine 2. Also wird er tatsächlich Kriegsführungsausbildung quasi bekommen. Darauf wird er sich jetzt konzentrieren in Kindheit und Jugend. Da müssen wir dann, wenn er 6 Jahre alt wird, das wird ja bald der Fall sein, am 1. Januar nächsten Jahres. Nee,
Doch, am 1. Januar nächsten Jahres wird er 6 Jahre alt, in einem Jahr. Und dann werden wir ihm nochmal entsprechend einen guten Kriegsfürsten als Vormund natürlich zuweisen. Das können wir aber erst dann machen, ab dem Alter von 6. Gut, Schwerpunkt auswählen. Dann gibt es einen Bruder von ihm, der zweite Enkel, das ist Tarkatschus oder Tarkatsus. Weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das S ist bei so ungarischen Verhältnissen eher immer ein Sch. Aber ich könnte mich auch irren. Naja, er ist auf jeden Fall schon nachdenklich geworden. Also auch ihn können wir eine Eigenschaft zuwürfeln, ähnlich wie wir das eben gemacht haben. Schauen wir mal, was es wird. Wieder eine 2. Also er wird entsprechend hier Verwaltung. Da gehe ich immer dann links rum übrigens. Also im Uhrzeigersinn herum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in dem Fall. Das war eine 2. Also nehmen wir hier Verwaltungsausbildung. Er geht also in eine etwas andere Richtung. Gut. So, und dann haben wir noch eine Enkelin, das ist die junge Ibolja, die ist aber gerade mal 1 Jahr alt, die werden wir noch nicht irgendwie hier belegen mit irgendeinem Ausbildungsschwerpunkt, weil sie noch nicht mal eine Kindheitseigenschaft hat. Sobald sie eine bekommt, werden wir das dann entsprechend nachholen. Okay, so, das waren unsere 3 Enkelkinder. Habe ich da noch irgendwas zu sagen zu gehabt? Nö, gibt's ja eigentlich auch nicht. Es sind halt Kinder, sie werden jetzt großgezogen und ab dem Alter von 6 kriegen sie eben noch einen, sag mal schnell, einen Erzieher sozusagen, einen Vormund. Genau. So, dann gucken wir uns jetzt mal unsere beiden Vasallen an. Wir haben nur 2 Stück, das ist sehr übersichtlich, 2 Häuptlinge. Das eine ist Häuptling Wilmosch, der hier gar nicht mehr ins Bild passt, denn er ist ein Riese. Und das Witzige ist, die ganze Familie ist eine Familie von Riesen. Das finde ich ja schon mal sehr lustig. Auch seine Frau Sophia oder Sophia, ist ebenfalls Riesin und ihr könnt euch ja vorstellen, auch seine beiden Kinder sind ebenfalls Riesen. Also, die Familie der 4 Riesen. Das finde ich schon irgendwie sehr witzig. Aber das ist natürlich eine beeindruckende Persönlichkeit, die wir hier vor uns stehen haben, die über uns türmt sozusagen. Was hat er für Eigenschaften? Also erstmal, er ist natürlich respekteinflößend. Ich finde, das ist klar. Wenn man an so einem Riesen aufschaut, dann ist man erstmal vielleicht nicht ängstlich unbedingt, wenn man tapfer ist oder so. Aber man ist auf jeden Fall, man hat Respekt vor so einer Person. Und dann ist er zornig. Also so ziemlich das Gegenteil von uns. Wir sind ja sehr ruhig und er ist eben zornig. Dann ist er aber auch paranoid, was ihn zu einem sehr guten Ratspitzel, wie ich finde, macht. Er hat zwar nicht die super Fähigkeit, nur 10 Punkte Ränkespiel ist durchschnittlich, aber ja, zornig spricht ein bisschen dagegen, aber dass er paranoid ist, das erhöht seine Komplottaufdeckungschance. Das passt ja sehr gut. Der sieht um sich herum eigentlich nur Feinde für unseren Stammesverband. Also kann er auch, finde ich, sehr gut den Ratspitzel machen. Schon mal so als Vorabbemerkung. Dann ist er zusätzlich auch unersättlich. Er missbilligt Mäßigung. Er will einfach alles. Okay. Gut. Dann ist er ebenfalls ein brillanter Stratege. Auch ein Organisator wie unser Sohn. Und wie ich schon ansprach, eben ein Riese. Also auch ein sehr kriegstalentierter Mann. Und vor allen Dingen der Mann mit dem allerhöchsten Kampfgeschick von all unseren Kriegsherren. Das heißt also, wenn der in der Schlacht auftaucht, der fällt nicht so schnell, der wird ganz viele andere in Todesgefahr bringen auf der gegnerischen Seite. Also von daher ein richtig talentierter Mann für unsere Armee auf jeden Fall. Gut, das ist er. Und dann haben wir einen zweiten Vasall, das ist hier Häuptling Ambrusch. Der ist gerade als Ratskanzler schon eingestellt und da, finde ich, ist der ein super perfekter Charakter für. Er hat zwar nur 10 Diplomatie, aber die Fähigkeiten, die er hat, sind wirklich, wirklich klasse für einen solchen Ratskanzler. Er ist, wie wir, auch gesellig, ist natürlich auch eine Tugendeigenschaft, zudem ist er auch lüstern, also wahrscheinlich wird er wohl hin und wieder mal außerehelichen Verkehr haben, das müsste man erwarten. Er ist zudem auch für die Schlacht nicht ganz so schlecht, immerhin hat er ein gutes Kampfgeschick und ist auch tapfer, ein fähiger Taktiker, das ist natürlich gut. Er ist, wie wir, auch leichtsinnig. Und jetzt kommt's aber, er ist Wohlgestalt, also ein angenehm anzuschauender Zeitgenosse und gleichzeitig auch gescheit. Hier steht jetzt ein Buch als Symbol dran. Ich würde das aber nicht so interpretieren, dass er jetzt irgendwie belesen ist. Das ist natürlich bei so Stammesherrschern sowieso eigentlich nicht der Fall. Aber das Leben hat ihn gelehrt,
wie wertvoll ein gutes Urteilsvermögen und gesunde Geistesschärfe sind. Er ist einfach gescheit, wie der Name schon sagt, er ist klug. Und das ist ebenfalls sehr, sehr gut. Klug, Wohlgestalt, also gescheit, Wohlgestalt und gesellig. Ein perfekter Mann für den Ratskanzlerposten, da wird er auf jeden Fall bleiben. Ach so, und er ist auch noch Schwertmeister, also auch das sorgt dafür für ein ordentliches Kampfgeschick. Er wird uns also auch im Kampf weiterhelfen können. Ja, das sind die beiden Vasallen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe mir hier ganz viele Notizen gemacht. Ja, er ist ein guter Kriegsherr, das hatte ich schon erwähnt. Gut, so. Dann haben wir noch eine Figur, die will ich euch ebenfalls ganz kurz vorstellen. Unser Taltosch, so müsste das eigentlich ausgesprochen werden, nämlich Miklosch. Das ist ein Mann, dieses Amt Taltosch, das verbindet man, ja, das ist quasi ein Priester in diesem uralischen Glauben. Das ist natürlich ein heidnischer Glaube. Ich zeige euch das mal hier in diesen ganzen schönen Fenstern hier. Und das ist schon ein einigermaßen nomadisch geprägter Glaube, in dem hier Schamanen eine große Rolle spielen. Wir können uns das hier mal im Text durchlesen. Im ursprünglichen Glauben der Magyaren wird jeder Taltosch oder Priester von den Göttern bereits vor seiner Geburt auserkoren. Sie werden mit übermenschlicher Stärke, Weisheit und Mächten ausgestattet und die Magyaren vertrauen darauf, dass diese Taltosch ihre Gemeinden schützen und sie zu Wohlstand führen. Also er hat quasi so eine Vielfachfunktion. Er ist irgendwie so ein religiöses Oberhaupt, aber gleichzeitig auch ein Gemeindeverwalter etc. pp. Also theoretisch könnte man ihn natürlich auch als gierigen Charakter als Ratsverwalter einsetzen, aber ich finde, da er hier auch so eine Gelehrtenausbildung hatte, der kann ja eigentlich nicht wirklich schreiben in dieser Stammeskonföderation, aber wir stellen uns das jetzt mal vor, er hat irgendwelche Schriften schon studiert oder was weiß der Geier, irgendwelche Geschichten hier aus der Vergangenheit des Stammes, die irgendwie mündlich überliefert werden, und das macht ihn einfach zu einem sehr guten Taltosch, finde ich, auch wenn er nur ein bemühter Schreiber hier diese kleine Eigenschaft hat, aber das finde ich schon eigentlich sehr passend und hat einen durchschnittlichen Wert. Also warum nicht? Ist gleichzeitig mitfühlend, arrogant, gierig eben. Kein so besonders guter Charakter. Er ist aber auch ganz ordentlich im Kampf geschickt. Deswegen, weil diese Taltosch-Leute, das ist quasi hier eine Doktrin aus dem Glaubensbereich, die gibt diesen Leuten +4 Kampfgeschick, weil das eben auch, die können auch zu den Waffen greifen und unseren Glauben verteidigen sozusagen. Weil eben Glauben und Stammesherrschaft irgendwie so zusammengehen. Die Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen, verleiht ihm besondere Stärke im Kampf. Deswegen ist er auch ein guter Champion, ein guter, ich nenne die jetzt mal hier bei uns, Kriegsherren. Champion ist ein schwieriger Begriff hier für unseren Kulturbereich, aber ich würde sagen, das sind sowas wie eben Kriegsherren. Vielleicht zum Teil gleichzeitig auch Stammesanführer, aber das kann man nicht so exakt festlegen. Gut, so und dann kommen wir noch zu weiteren Dingen, die noch zu besprechen sind, bevor wir jetzt hier wirklich loslegen können. Und dann geht's aber wirklich los. Also, Stichwort Stammesautorität. Wir haben hier aktuell ungleiche Stämme. Vasallen bringen Aufgebote und Steuern, sind aber ansonsten in ihrem Handeln völlig frei, können nicht einmal eingekerkert werden, haben aber eine erhöhte Meinung von uns. Ich würde sagen, das passt historisch eigentlich ganz gut zu unserer aktuellen Situation. Wir haben diese 7 magyarischen Stämme, den kabarischen Stamm, später kommt dann eben noch dieser onogurische Stamm dazu, also 2 Turkvölkerstämme. Dass das ungleiche Stämme sind, passt für mich sehr gut. Ich denke, die zweite Stufe, die kostet ja hier 250 Prestige, ich denke, die werden wir erst dann nehmen, wenn wir wirklich die Landnahme in Pannonien vollzogen haben, weil wir dann eine höhere Autorität innerhalb unserer Stammesföderation genießen, weil wir dann auch einen ganz anderen Staat mehr oder weniger ausgründen. Da finde ich, da passt das dann ganz gut. Das wird also jetzt noch nicht direkt von uns gewählt werden. So, dann müssen wir mal kurz gucken beim Hof. Wir könnten jetzt einen Arzt suchen, aber ich denke, ein Hofarzt wird unser Taltosch direkt machen. Ich halte das für die beste Option, weil wem soll man am ehesten vertrauen als einem, der sich hier mit der Geschichte des eigenen Volkes bereits gut auskennt. 10 Bildung ist jetzt nicht so super toll, aber ich finde, der eignet sich halt für die Position trotzdem am allerbesten als Hofarzt. Setzen wir ihn ein. Das kostet uns leider 10. Das ist nicht so praktisch, weil dann kann ich meine Konkubine noch gar nicht nehmen. Dann schieben wir das vielleicht noch ein paar
ein paar Wochen nach hinten raus, denn das möchte ich schon zuerst machen. Okay, so, dann beim Lebenswandel, den müssen wir jetzt ja auch noch einstellen. Ich denke, das ist völlig klar, dass wir hier beim Bereich Kriegsführung weitermachen. Wir sind schon Stratege, das haben wir abgeschlossen. Und er hat galant angefangen mit standhafter Anführer. Und ich denke, wir werden auch hier im rechten Baum tatsächlich bleiben, weil das ist zwar sehr ritterlich gedacht hier, der Galan, das klingt alles nach westlichem Rittertum, aber ich denke, das passt ganz gut auch zu seiner Eigenschaft, dass er eben gerecht ist und das eben auch in Kriegszeiten, im Kampf, will er gerecht sein. Wahrer Edelmut entspringt nicht nur aus dem Blut, sondern auch aus den Taten, die im rechten Maße begangen werden. Wenn das nicht zu gerecht passt, weiß ich es auch nicht. Von daher werden wir das auf jeden Fall weiterhin hindurch skillen. Und wir werden aber den Schwerpunkt hier auf Strategie legen, weil das passt ja zum brillanten Strategen. Autorität finde ich jetzt irgendwie nicht wichtig. Wir brechen ja eh bald in neue Gefilde auf. Was wollen wir hier irgendwo? Kontrollzuwachs haben? Das ergibt auch rollenspielerisch, finde ich, wenig Sinn. Und Ritterlichkeit, das klingt für mich irgendwie so sehr nach westlichem Rittertum, das passt nicht zu so einem Stamm, finde ich. Ich finde Strategie, das ist genau sein Ding und deswegen wählt er auch diesen Lebenswandel entsprechend aus. Okay, so, dann muss ich euch nochmal kurz und ausführlich auch noch was erklären, auch noch in dieser Folge, nämlich wie das hier funktioniert mit dieser Entscheidung, die Durchquerung der Karpaten vorzubereiten. Die Frage ist nämlich, wann macht man das und also quasi situativ rollenspielerisch und welche Implikationen hat das? Also ich habe für mich festgelegt, ich möchte das jetzt nicht direkt zu Beginn machen. Wir könnten natürlich jetzt sagen, wir nehmen uns 1000 Prestige, entsendet Reiter zu jedem Stamm und dann bereiten wir die Durchquerung der Karpaten vor. Aber wenn wir das dann erst in 20 oder 30 Jahren wirklich vollziehen, finde ich das irgendwie rollenspielerisch schwierig, dass wir das jetzt, das klingt so, als wenn das quasi jede Woche dann stattfinden soll oder in einem Monat oder so und deswegen entsenden wir dann Reiter zu unseren Stämmen und deswegen bereiten wir das dann vor. Und ich glaube, dass da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Was wir aber bedenken müssen, ist natürlich, dass wir 1000 Prestige in der Hinterhand halten müssen. Wir können jetzt also nicht einfach von den 1900, die wir zum Glück schon mitbringen, einfach mal mehr als 900 verprassen, weil dann können wir eventuell dieses Ding nicht mehr einsetzen, wenn wir es dann wirklich mal brauchen sollten. Das ist ein bisschen tricky. Und was das Ganze macht, ich lese es hier auch nochmal vor, miteinander wetteifernde Stämme aus der Steppe. Insbesondere die marodierenden petschenegischen Krieger, die unser Territorium aller Orten heimsuchen, machen uns das Leben zunehmend schwer. Jenseits der Karpaten jedoch liegen die fruchtbaren bewaldeten Täler und sanften Hügel des schwachen Pannoniens. Wir bekommen dann einen besonderen und nur einmal einsetzbaren Kriegsgrund nach Pannonien wandern. Also wie gesagt, ein sehr mächtiger Kriegsgrund, steht hier oben auch nochmal drin. Das funktioniert jetzt so, wenn ich diesen Kriegsgrund einsetze, dann kann ich den gegen jeden Herrscher einsetzen, der Territorium besitzt innerhalb dieses großen Königreichs Pannonien, das wir uns gleich auf der Karte nochmal anschauen können. Also jeder Herrscher, der in diesem Gebiet Besitztümer hat, kann mit diesem Kriegsgrund von uns dann angegriffen werden. Und hier steht es auch, im Falle eines Sieges begeben sich sämtliche Magyaren im Reich des Angreifers mit ihm nach Pannonien, Grafschaften und Vasallen, um avarische Grafschaften eben zu verdrängen. Ich weiß nicht, ob das auch gleichzeitig mit so einer Kulturkonvertierung einhergeht. Das wird hier nicht ganz klar dargelegt. Andere Vasallen außerhalb von Pannonien werden aufgegeben, während Grafschaften, die zuvor von Magyaren besetzt oder gehalten wurden, kleineren Kriegsfürsten vor Ort und rivalisierenden Steppenstämmen überlassen werden. Also das Ding hier, was wir jetzt besetzen, das wird entsprechend auch aufgegeben von uns dann, ne? Also wir werden wirklich einen ganz neuen Siedlungsort hier drüben dann etablieren. Ja, wir brauchen dafür Königreichrang, ist klar. Und wir brauchen Stammesregierung, ist auch klar. Und wir können diese Entscheidung nur noch freischalten bis zum Jahr 911. Also gar nicht mehr so weit in der Zukunft. Das habe ich mir schon aufgeschrieben und gemerkt. Also wir werden das jetzt noch nicht machen. Denn der Text impliziert ja auch hier, dass wir irgendeine Bedrohungslage von petschenegischen Kriegern, meinetwegen auch von den Khazaren im Osten haben müssen. Also irgendwie muss es da schon mal einen Krieg geben oder irgendeine konkrete Bedrohungslage, denn es ist ja übrigens auch so, kann ich euch mal zeigen, dass der Fürst hier auch eine relativ schwache Meinung von uns hat, denn er hat einen Anspruch auf den Titel unseres gesamten Reiches hier und das kann man sich hier anschauen. Ich glaube beim Kaganat
Genau, die Jure besitzt er nämlich auch das, was wir besitzen, hat er quasi die Jure als Anrecht. Dementsprechend kann er uns dafür auch jederzeit den Krieg erklären. Sollte das der Fall sein, wäre das der Moment, wo ich dann zum Beispiel sagen würde, dann sollten wir zügigst die Wanderungsbewegung einmal vorbereiten, weil dann macht es auch, finde ich, rollenspielerisch erst Sinn. Vorher eigentlich nicht, aber bis zum Jahr 911 müssen wir das gemacht haben, ansonsten verfällt das ganze Ding. Ich gehe aber mal davon aus, dass Kasarien das Kanat oder Kaganat hier vorher schon tätig werden wird. Okay, war das alles Wesentliches? Ich glaube ja. Dann war es das erstmal von meiner Seite aus. Wir werden jetzt noch ein bisschen den Rat umstrukturieren, das habe ich euch schon gesagt. Apat wird nämlich jetzt, weil er quasi dieser militärische Anführer in diesem Doppelfürstentum ist, der wird jetzt hier Plätze tauschen mit unserem Riesen, dem Häuptling Wilmosch. Denn das macht hier von den Werten auch kaum einen Unterschied. Aber ich finde, als Verwalter macht sich Apat sowieso nicht so gut. Wir werden ihn jetzt mal tauschen. Wo ist er denn? Ja, Wilmosch ist jetzt gar nicht gut, der hat nur 6, aber den tauschen wir nachher noch ein zweites Mal um. Also kein Problem. So, tauschen wir erstmal die beiden. Das sieht übrigens auch lustig aus, diese Riesenkleider hier. Na gut, okay. Also, Apat ist unser Ratsmarschall. Das halte ich auch für eine sehr, sehr gute Sache. Dann werden wir mal gucken, dass wir dann jetzt noch Ratsspitze und Ratsverwalter austauschen. Denn, ach, das geht ja gar nicht, ne? Stimmt, das funktioniert nicht, weil sie darf kein Ratsverwalter sein. Ja, dann muss ich sie leider rauswerfen. Das ist unsere Schwiegertochter, die Frau von Apat. Das tut mir jetzt sehr leid, aber der Ratsverwalter ist paranoid. Der passt hier nun mal besser in den Spitzelbereich. Deswegen weisen wir ihn hier zu. Sie verliert Meinung von uns, das müssen wir jetzt einfach mal akzeptieren. Das ist jetzt hier ein Opfer, was sozusagen ja, gebracht werden muss. So, damit haben wir hier dann noch den Ratskanzler, habe ich schon gesagt, unseren mächtigen Vasallenhäuptling Ambrusch. Der ist super als Diplomat, der wird also auch keinen Platzwechsel vornehmen. Und dann denke ich mal, gucken wir mal, wen wir haben. Wir könnten jetzt jemanden rekrutieren. Miklosch ist ein knausriger Buchhalter. 13 Verwaltung, ist schüchtern, ehrgeizig, zornig. Aber den könnte man vielleicht nehmen. Ja, ist auch ein ordentlicher Kämpfer. Der kann also auch ein Kriegsherr werden. Ja, kann man so machen. Irgendjemanden brauchen wir halt eh. Was würde das kosten? 3. Ja, die haben wir auf jeden Fall übrig. Und dann rekrutieren wir ihn auf jeden Fall an den Hof und können ihn jetzt als Ratsverwalter hier auch zuweisen und einsetzen. Dann ist er auch sogar relativ fähig da drin. Ist ganz gut. Okay. So, das wären also die Ratsangelegenheiten. Das wollte ich auf jeden Fall jetzt noch machen mit euch. Dann, Festmahl wird dann entsprechend uns auch gesagt, wenn wir das machen können, kostet leider 100. Wir brauchen erstmal eine Menge Geld, müssen also überall plündern und räubern gehen. Pilgerreise, Sterne lesen ist jetzt nicht so auf der Prioritätenliste ganz oben, finde ich, weil er eben nicht ein religiöser Eiferer ist. Er ist aber auch kein Zyniker, also ganz rausfallen tut's nicht. Irgendwann werden wir das machen. Im Übrigen haben wir ja hier Religionskarte bitte, haben wir hier auch eine heilige Stätte direkt vor Ort. Also da könnte er dann locker mal eben zwischendurch hinpilgern. Ansonsten wird er auf jeden Fall gucken, dass er baldmöglichst ein Festmahl veranstaltet. Ja, bei Ränkespiel, wir werden auf jeden Fall einen Beeinflussungskomplott starten gegen den Herrscher von Byzanz. Das ist leider ganz schön schwierig für uns, nur na, immerhin 54%, weil unsere Diplomatie durch unsere Gattin jetzt gestärkt wurde. Das hat also auch außenpolitische Auswirkungen, weil wir uns jetzt mehr darauf konzentrieren können. Das geht ja schon. Ja, der Rang ist niedriger als der vom Basileus, weil er ein Kaiser ist und wir nur ein König, so ein Stammeskönig. Aber wir werden es probieren, weil vielleicht kriegen wir mit ihm ja irgendeine Verknüpfung hin. Was wir nicht machen können, ist eine Verbandelung unserer Familien, weil aufgrund des Religionsunterschiedes mit dem orthodoxen Christentum ist keine Verheiratung bei ihm möglich. Mal gucken. Aber beeinflussen finde ich ja auch rollenspielerisch sehr, sehr wichtig, dass wir die als Verbündete vielleicht doch noch irgendwo gewinnen könnten, sollte uns das möglich sein. So,
Ja, und ich denke, jetzt mache ich an der Stelle aber mal Schluss mit dieser Folge. Sie ist ja schon wieder überlang mit fast 40 Minuten hier. Aber das musste sein, dass man am Anfang sich erstmal ganz viel Zeit nimmt, die Charaktere vorzustellen, ihre Eigenschaften einzuordnen und hier schon mal einige Dinge einstellt. Alles Weitere machen wir beim nächsten Mal und dann geht das Spiel auch tatsächlich richtig los. Und dann, ja, wie ihr das von mir gewohnt seid, ich nehme mir halt sehr gerne viel Zeit, weil es dem Rollenspiel hier im Spiel, wie ich finde, sehr, sehr zugute kommt. Okay, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut und ciao, ciao.